Servus meine Lieben, heute geht's um das Swift-Filtersystem von Neezy. Das Wichtigste vorweg, naja, nicht das Wichtigste, aber wichtig zu erwähnen, ich habe die Filter gratis bekommen für dieses Review, gebe mir aber immer größte Mühe, meine Reviews unvoreingenommen zu machen und euch wirklich auch alle Vor- und Nachteile der Produkte auch zu zeigen. In diesem Sinne fangen wir mal an mit einem der coolsten Vorteile, die Verpackung, weil alles, was wir hier im Kit haben, kommt in dieser unglaublich praktischen Tasche, in die natürlich auch andere Filter reinpassen und wo man nicht lange fummeln muss, weil alles einfach wunderbar von oben sichtbar ist und geschützt und kompakt verpackt. Haben die schön gemacht. Schöne Verpackung. Jetzt mal zum Inhalt. Was ist im Swift-Filter-Kit alles enthalten? Naja, zum einen haben wir hier diesen wunderschönen Vario-ND. Der Vario-ND ist also quasi hier das Kernstück von diesem ganzen System. Und wie das funktioniert, möchte ich euch mal mit einer Kamera zeigen. Wir schrauben also mal den Vario-ND einfach hier drauf. In dem Fall ganz simpel. 72 mm Filterdurchmesser wird draufgeschraubt und dann haben wir hier einen einstellbaren ND-Filter. Wozu man den braucht, dafür habe ich schon mal ein detailliertes Video gemacht, aber die Kurzfassung ist, insbesondere beim Filmen ist es wichtig, dass die Belichtungszeiten nicht zu kurz werden. Wenn wir also in hellen Umgebungen filmen wollen, dann brauchen wir unbedingt einen ND-Filter und damit wir nicht die Blende an die Umgebung anpassen, sondern das Licht an unsere ideale Kameraeinstellung anpassen, wollen wir einen einstellbaren ND-Filter haben. Ja? Ich möchte euch das nochmal kurz demonstrieren, was der tut. Das ist nämlich total beeindruckend, finde ich. Der reguliert die Helligkeit, die hier durch den Filter durchkommt. Und dementsprechend ist der also wirklich prädestiniert fürs Filmen und da findet er natürlich auch seinen Einsatz. Ich persönlich habe den zum Beispiel auch schon eingesetzt beim BMX-Projekt, was ich für Fujifilm, für die X-H2S gemacht habe. Da ist sowas unglaublich wichtig. Und gerade da, weil es dort eben auch so unglaublich hell war, reichen 5 Blenden nicht immer aus. Und in dem Fall ist es hier unglaublich praktisch gelöst mit dem Swift-System. Gibt es nämlich jetzt nochmal einen zusätzlichen ND-Filter. Der ist nicht variabel, aber der hat nochmal 4 Blenden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, 4 Stops, Abdunklung, also relativ dunkel, wie man sieht. Und der wird jetzt kombiniert mit dem Vario-ND und das Coole ist, der wird einfach nur dazu gesteckt. Das heißt, ich bin unglaublich schnell, wenn die Lichtstimmung sich verändert und kann hier den Filter eben jetzt so nutzen, dass ich in helleren Umgebungen auf die korrekte Belichtungszeit komme. Habe also jetzt hier insgesamt einen Bereich von 1 bis 9 Blenden mit diesen beiden Filtern. Das ist also schon mal sehr, sehr cool. Richtig cool wird es aber, weil das Swift-System noch einen weiteren Filter dabei hat, und zwar diesen Black Mist-Filter. Und der hat einen ganz, ganz tollen Effekt. Ich blende euch mal hier ein paar Bilder ein, die ich damit gemacht habe. Der macht so einen Kino-Look, nenne ich es mal. Der macht das Bild weicher, aber nicht unscharf. Der hat einfach so einen ganz, wie soll man sagen, speziellen Look, der, ja, sagen wir mal, ein Soft-Look, der ein softer Look der Atmosphäre schafft. So würde ich es mal beschreiben. Und ich meine, Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte, deswegen habe ich euch auch diese Beispielbilder gezeigt. Und wie gesagt, ich finde den unglaublich stark. Der ist nicht nur für Video, sondern natürlich auch für Foto eine ganz, ganz tolle Sache. Also einer meiner neuen Lieblingsfilter. Und was das System einfach so spannend macht, ist, dass ich auch den Black Mist Filter direkt einfach hier aufstecken kann. Also auf den ND oder ich nehme den ND runter und stecke den Black Mist auf den Vario-ND. Hängt also wirklich von der Situation ab und von dem, was ich erreichen möchte, aber ich schraube nicht lang rum, ich stecke den Filter einfach drauf oder nehme ihn wieder runter und das gefällt mir echt gut. Die Filter halten dabei übrigens nicht magnetisch, sondern rein mechanisch, also die werden eingeklemmt. Das Ganze hält
gut. Ich denke mal, wenn du irgendwo hängen bleibst, könnte es durchaus sein, dass du dann den Filter abstreifst und er runterfällt. Aber er hält wirklich gut. Also man muss ihn schon auch mit ein bisschen Kraft runterziehen. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Kamera steht auf dem Stativ und ich ziehe jetzt mal am Filter. Und du siehst, ja, also das hält eigentlich. Es geht leicht drauf und leicht runter, aber er wird nicht von alleine einfach so abfallen. Glaube ich einfach nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also schön gemacht, schön gelöst. Und eine Kleinigkeit ist hier jetzt auch noch wichtig, denn diese Filter haben ja auf der Objektivseite kein Gewinde. Nur der Vario ND hat das Gewinde, weil der im Prinzip hier die Basis von diesem ganzen System darstellt. Also Vario ND hat einen Gewindering, die anderen Filter haben keinen. Und um die auch ohne Vario ND benutzen zu können, brauchen wir diesen kleinen Adapterring. Es läuft dann so, dass der aufs Objektiv kommt und dann kann ich eben zum Beispiel den Black Mist Filter direkt hier aufstecken, ohne dazwischen den Vario ND nutzen zu müssen. Genauso kann ich auch jetzt hier den 4 Blenden ND Filter aufstecken und ihn kombinieren mit dem Black Mist, wenn ich das möchte. Also alle Möglichkeiten vorhanden, ob ich einen ND Filter brauche oder nicht. Ich kann trotzdem auch den Black Mist Filter aus dem Swift-System nutzen, wenn ich diesen kleinen Adapterring aufschraube. Was mich beim Einsatz von Filtern immer ein bisschen nervt, ist, dass der Original-Objektivdeckel nicht mehr passt, wenn ein Filter drauf ist. Gut, ist ein Problem oder nicht, kommt drauf an, wie du arbeitest, aber grundsätzlich finde ich es ein bisschen nervig. Auch hier hat Nisi eine schöne Lösung schon mal mitgeliefert, denn wir stecken mal einfach hier den ND-Filter auf, um das zu zeigen. Denn hier ist einfach nochmal ein kleiner Objektivdeckel dabei, der auf die Swift-Filter passt. Und so kann ich jetzt einfach mein Objektiv und vor allem auch meine Filter unterwegs schützen, wenn ich sie schnell mal wieder in die Kameratasche schmeiße oder ja, sonstige Sandstürme aufziehen etc. Ist ganz praktisch. Und so ein kleines Detail, was einfach im Alltag schön ist, dass es da ist. Also man sieht, da macht sich jemand Gedanken. Das freut mich. Übrigens, ich habe ja schon mal ein Review gemacht zu dem Vario ND. Vielleicht erinnert ihr euch. Damals habe ich bemängelt, dass diese Einstellschraube nach ein paar Mal hin und her stellen sich lockert. Das haben die jetzt gelöst. Er lockert sich nicht mehr. Mich freut es auch, wenn Hersteller mal zuhören und offensichtliche Mängel dann auch zeitnah beheben, wobei jetzt auch kein Beinbruch war, dass das sich hier löst. Ich meine, Gott, drehst du halt das Schräubchen wieder fest. Ja, aber diese Details, die spürt man, wenn man mit so einem System arbeitet. Sprechen wir mal über kritische Themen. ND-Filter haben ja grundsätzlich, sagen wir mal, so einen durchmischten Ruf. Denn ein ND-Filter, also ein Vario-ND, der einstellbar ist, besteht im Prinzip einfach aus zwei Polfiltern, die zueinander verdreht werden. Die meisten Hersteller limitieren hier den Radius der Einstellung nicht. Das kann zu diversen Problemen führen und vor allem eben dem sogenannten X-Effekt. Dadurch dunkelt sich dein Bild X-förmig in der Mitte stärker ab als an den Rändern. Das Ganze macht dein Bild einfach komplett unbrauchbar. Und ist etwas, wo man extrem aufpassen muss, wenn man mit Vario-ND-Filtern arbeitet. Nisi hat das Ganze damit gelöst, dass der Bereich, den man hier einstellen kann, limitiert ist. Wir haben also hier einen Anschlag, sodass ich gar nicht in diesen problematischen Bereich überhaupt kommen kann. Großartig, und wie oft habe ich schon geflucht über Filter, die das nicht haben, weil der Effekt sich langsam einschleicht, wenn man in den Bereich der maximalen Abdunklung kommt und man sieht es nicht immer. Irgendwann wird es offensichtlich, dann dreht man wieder zurück, aber es kann sich so einschleichen, dass du es erst am Computer siehst und das ist echt ein Problem. Hat dieser Filter zum Glück nicht. Eine weitere Eigenschaft bzw. ein Problem von Vario-ND-Filtern und auch im Allgemeinen von ND-Filtern ist die Farbgenauigkeit. ND-Filter führen oft zu einer Farbverschiebung.
das tun diese hier auch. Also auch dieser ND und Vario ND führt zu einer Farbverschiebung, allerdings zu einer minimalen. Ich habe das mal in einem anderen Video, ich verlinke das hier, auch detailliert getestet, und damit ihr das auch mal sehen könnt. Aber ich würde sagen, umgangssprachlich kann man diesen Filter tatsächlich als farbneutral definieren. Also wenn du mal gesehen hast, was andere ND-Filter und vor allem Vario-NDs an Farbverschiebungen produzieren, dann ist das, was du hier mit dem Nisi-System bekommst, eigentlich nicht der Rede wert. Ja, es ist sichtbar, aber man muss sehr genau hinschauen. Und weniger als das habe ich jedenfalls auch noch nicht gesehen. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich auch der beste Vario-ND, den es gibt, also zumindest definitiv, den ich kenne. Das kann ich euch definitiv ehrlich sagen. Was ich in diesem Video auf jeden Fall auch nochmal explizit erwähnen möchte, ist die Nano-Beschichtung. Das klingt immer so cool, das liest man, damit kann man vielleicht nicht unbedingt was anfangen. Für mich war das auch nie ein Argument für oder gegen ein System, bis ich das mal gesehen und ausprobiert habe. Die Nano-Beschichtung ist wirklich cool, und du merkst es, wenn du mit dem Mikrofasertuch hier über die Filter streichst, das fühlt sich an wie ein frisch poliertes Auto. Hier haftet der Dreck einfach so gut wie gar nicht am Filter. Und auch einen Fingerabdruck kannst du unglaublich einfach wegwischen. Das ist schwer, euch jetzt hier irgendwie auf Kamera zu zeigen, aber man spürt es definitiv, und es hilft mir, die Filter sauber zu halten und auch, wenn mal was drauf ist, es wirklich wegzuwischen und nicht zu verschmieren. Ganz, ganz tolle Sache. Also Nano-Beschichtung, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so überzeugt. Coole Sache. Insgesamt also ein sehr universelles System, sehr hochwertig verarbeitet und auch sehr hochwertig im Ergebnis. Sehr scharfe Bilder, kaum sichtbare Farbverschiebungen, schöne Tasche, auch das System mit dem Aufeinanderstecken gefällt mir echt gut. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass die Filter, wenn die jetzt so in der Tasche drin sind, eigentlich kaum zu unterscheiden sind. Man muss dann wirklich sich die ultra kleine Schrift, ihr kennt es auf Filtern, die Schrift ist unglaublich klein, man muss dann wirklich lesen, was ist es, oder ihn rausholen und gucken, ist er dunkel oder nicht, okay. Aber ich muss sagen, ich hätte mir tatsächlich bessere Unterscheidungsmerkmale gewünscht, irgendwie vielleicht das eine mit einem roten Ring, das andere mit einem schwarzen Ring, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Damit kann ich leben. Was mich aber in der Praxis mehr gestört hat und auch immer noch ein bisschen stört, ist, dass so auf den ersten Blick in der Hektik beim Drehen die Richtung, in der der Filter auf den Adapterring oder auf den ND Filter drauf gesteckt wird, nicht unbedingt erkennbar ist. Also ich zeige euch das nochmal, ich versuche es euch mal zu zeigen aus der Nähe. Das ist die eine Richtung, und die andere Richtung sieht so aus. Also auf den ersten Blick nicht unbedingt zu unterscheiden, und dann kann es halt passieren, dass du da stehst beim Drehen und sagst, hey, jetzt muss schnell der Filter drauf, und dann passt der nicht, und dann musst du ihn halt kurz umdrehen und richtig rum drauf machen. Kein Beinbruch, aber auch hier, wenn Da muss es irgendeine Möglichkeit geben, die Filter besser zu kennzeichnen, dass die Richtung schneller erkennbar ist im Eifer des Gefechts. Ja. Auch wieder nur so ein kleines Manko würde mich tatsächlich jetzt nicht daran hindern, dieses System zu kaufen oder auch dir dieses System zu empfehlen. Aber mir ist wichtig, auch so Kleinigkeiten, die mir auffallen, euch zu benennen, damit ihr wisst, woran ihr seid. Das führt mich jetzt zum letzten Punkt, das wäre der Preis. Denn diese Filter sind nicht ganz günstig. Wobei ich auch sagen muss, eigentlich sind sie gar nicht teuer, wenn man es mal zusammenrechnet. Also, Achtung, das Set, das ich hier habe und das ich euch gerade vorgestellt habe, liegt bei 334 € für 72 mm Durchmesser. Größere Filter sind natürlich teurer, kleinere Filter sind günstiger, aber da habt ihr mal eine Orientierung. Naja. Ist das billig, ist es teuer, muss jeder selber wissen. Aber dafür, dass du ja einen Vario-ND bekommst und einen ND und einen Black Mist Filter und den Ring und die Tasche, ich würde sagen, das ist okay. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass man eigentlich so einen Filter
einmal kauft und quasi für immer hat. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Fragen. Schreibt sie gerne hier auch unter dieses Video. Und ich hoffe euch, dass euch dieses kleine Review was gebracht hat. Bis bald und tschüss.